Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch das Rezept für diese leckere Kokosschnitten. Vor allem, wenn ihr genauso Bounty-verrückt seid wie ich, ist dieser Kuchen definitiv etwas für euch, denn es schmeckt wirklich total nach Bounty, also unglaublich lecker. Und ich will auch nicht allzu lange quatschen, kommen wir direkt zu den Zutaten. Für den leckeren Brownie-Teig benötigen wir Margarine oder Butter, sollte Zimmertemperatur haben, sowie Zucker, zimmerwarme Eier, eine Prise Salz, und zudem noch geschmolzene Zartbitterkuvertüre. Die habe ich über dem Wasserbad geschmolzen. Genauso gut könnt ihr es auch in der Mikrowelle tun. Wichtig ist, sie sollte auf keinen Fall mehr heiß sein, sondern Zimmertemperatur haben. Dazu kommt noch Backpulver sowie Mehl und Backkakao. Wie immer werde ich euch die genauen Mengenangaben unter dem Video in die Infobox schreiben. Wir beginnen also mit dem Brownie-Teig und hierzu werden zunächst die weiche Butter zusammen mit der geschmolzenen Schokolade, der Prise Salz und dem Zucker richtig schön cremig gemixt. Am besten funktioniert es, wenn die Schokolade noch etwa lauwarm ist, so lässt sie sich ein wenig besser mit der Butter vermixen und im Anschluss geben wir dann auch nacheinander die Eier mit hinzu. Sobald alles schön cremig verrührt ist, kommen dann zu guter Letzt nur noch die trockenen Zutaten hinzu. Da hatte ich bereits Backpulver, Mehl und Backkakao miteinander verrührt. Fertig ist dann auch schon der leckere Brownie-Teig und ihr seht, er ist ein ganz klein wenig fest von der Konsistenz, aber genauso muss er sein. Den Brownie-Teig fülle ich nun in eine eingefettete Auflaufform. Genauso gut eignet sich aber auch ein Backrahmen und den könnt ihr da einfach nur mit Backpapier auslegen. Sobald ich den Teig dann schön glatt verstrichen habe, kommt er in den vorgeheizten Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft für etwa 15 bis 20 Minuten. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe, denn wenn da nichts mehr am Stäbchen hängen bleibt, könnt ihr den Kuchen direkt aus dem Ofen holen. Die Auskühlzeit nutze ich und bereite die leckere Kokoscreme vor. Hierzu benötigen wir Milch sowie Grieß, da ist es egal, ob ihr Hart- oder Weichweizengrieß verwendet. Des Weiteren noch weiße Schokolade, Zucker und natürlich Kokosraspeln. Die Creme ist wirklich in 0, nichts hergestellt und schmeckt sowas von nach Bounty. Leute, die schmeckt richtig, richtig lecker. Hierzu gebt ihr einfach alle Zutaten bis auf die Kokosraspeln in einen Kochtopf. Lasst das Ganze einmal bei erhöhter Hitze komplett aufkochen. Vergisst aber nicht ständig zu rühren. Es kann nämlich passieren, dass die Milch unten anbrennt bzw. der Grieß sich unten absetzt. Und sobald es dann einmal aufgekocht ist, können dann direkt die Kokosraspeln untergehoben werden. Die fertige Kokoscreme lasse ich dann auch noch mal ein wenig auskühlen. In der Zwischenzeit bereite ich dann aber immer gerne schon mal die Deko vor. Ich habe mich hier für eine Vollmilchganache entschieden. Hierzu benötigen wir kleingehackte Vollmilchschokolade sowie heiße Schlagsahne. Die habe ich einfach im Kochtopf erhitzt und gebe sie nun über die kleingehackte Vollmilchschokolade. Dies decke ich nun ab und lasse es 5 Minuten stehen, denn danach lässt sich das Ganze wunderbar und klümpchenfrei verrühren. Auch dies stelle ich nun beiseite, damit es etwas auskühlen kann und nun geht es dann an die Fertigstellung des leckeren Kuchens. Der Kuchenboden durfte in der Zwischenzeit komplett auskühlen und hier gebe ich dann nun die fertige Kokoscreme oben drauf. Diese verstreiche ich nun gleichmäßig auf dem Kuchen, das geht am besten mit Hilfe einer Winkelpalette und zu guter Letzt kommt dann nur noch die leckere Schokoganache oben drauf.
In diesem Zustand ist es noch ein wenig zu flüssig, um das Ganze zu dekorieren. Deswegen kommt der Kuchen bei mir erstmal in den Kühlschrank, damit die Schokosoße ein wenig fester wird. Und erst dann fange ich an, ihn zu dekorieren. Für die Dekoration kommen bei mir ein paar Bounty-Riegel obendrauf. Die habe ich einmal diagonal halbiert. Bei mir kommen jetzt aber noch ein paar Kokosraspeln obendrauf und dann immer jeweils ein halbierter Bounty-Riegel. Vor dem Servieren empfehle ich, den Kuchen nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank zu geben und dann kann man ihn auch schon direkt genießen. Der leckere Bounty-Kuchen macht nicht nur optisch was her, sondern schmeckt auch wirklich richtig, richtig lecker. Wir haben hier drei verschiedene Schichten. Zum einen den leckeren Brownie-Teig. Bei Brownies kann man ja eh nie was falsch machen. In der Mitte befindet sich dann die super leckere Kokoscreme, die wirklich original nach Bounty schmeckt. Und getoppt wird das Ganze nochmal von der leckeren Vollmilchschokolade obendrauf. Also richtig, richtig genial. Probiert das Rezept unbedingt mal aus, wenn ich euch nun Appetit gemacht habe. Schreibt mir gerne euer Feedback unter das Video. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Rezept gefallen hat. Und natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal. Ich wünsche euch somit ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.